Das Stadion, Herr Ninov, am Amazonas, über das Sie uns im Vortrag berichtet haben, entsteht in einer für eine Sportstätte doch eher ungewöhnlichen Kulisse mitten im tropischen Regenwald. Worin lagen die wesentlichen Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung? Ja, tatsächlich ist Manaus für uns bisher klimatisch gesehen der extremste Standort für ein Stadion. Wir haben schon Stadien geplant in der Wüste Dubais oder auch in Südafrika. Aber hier sind die extremsten Bedingungen Hitze und Feuchtigkeit. Also zwei Bedingungen, die auch hohe Ansprüche stellen. Erstens an die Konstruktion, dass das auch beständige Materialien sind, beständige Beschichtungen. Aber dann natürlich auch an die Konstruktion oder konstruktiven Lösungen für Wasser. Abführung, das Regenwasser muss abgeführt werden und auch die Lichtbedingungen, die müssen gedämpft werden. Es gibt Landstriche, da möchte man auf der Welt, da möchte man viel Licht ins Stadion hineinholen. Hier muss man vor allen Dingen das Licht heraushalten, das heißt es ist dämpfen. Und diese beiden vor allen Dingen Elemente Prinzipien mussten wir einhalten. Einerseits die Nachhaltigkeit der Konstruktion, andererseits aber auch die konstruktive Lösung, um mit den thematischen Bedingungen umzugehen. Und das generiert unseren Entwurf. Die Arena da Amazonia wird als eines der ersten nach den Kriterien des US Green Building Council LEED zertifiziert. Dafür muss ja ein ganzer Katalog an Maßnahmen berücksichtigt werden, wie unter anderem Standortauswahl, Bauablauf, Transportwege und primär Energiegehalt der einzelnen Materialien. Wassermanagement und so weiter. Engt so ein dichtes Regelwerk aus Ihrer Sicht den architektonischen Entwurf stark ein? Nein, ich sehe das als eine der vielen Parameter, die Architektur leisten muss, die aufzunehmen sind, und finde das eher als Herausforderung und als Reiz. Also auch die Aspekte der Nachhaltigkeit, die jetzt durch die Einführung solcher Zertifikationen oder Zertifizierungen wie LEED oder auch DGNB eingeführt sind, sind ja so neu nicht für uns als Planer in der Verantwortung über seit Jahren hier im mitteleuropäischen Raum. Aber sie werden damit international standardisiert. Man beachtet doch mehr einzelne Vorgänge beim Bauen, und das ist für mich ein Stück unserer Verantwortung, die wir zu erfüllen haben und die mich nicht einschränkt, sondern die mich eher herausfordert, auch das mit einzubinden. Es fängt ja damit an, dass Sie schon bei den Abbrucharbeiten die Konstruktionen in ihre Einzelteile zerlegen und recyceln. Das geht aber dann hin bis zur Wasserhaltung während der Baumaßnahme und dann später auch Regenwassersammler, die Solarenergie, die wir mit aufnehmen wollen in die Energieversorgung, all diese Dinge, und die sind uns nicht neu. Bei der Vergabe von Stadienneubauten und Sanierungen ist GMP weltweit immer vorn dabei, und innerhalb des Büros übernehmen Sie auch oft die Leitung. Worin liegt für Sie jedes Mal der neue Reiz bei den einzelnen Projekten? Na, ich hatte in meinem Vortrag kurz erwähnt, dass es für uns bisher das am weitesten entfernt gelegenste Stadion ist. Und das betrifft es nicht nur in Kilometern, sondern auch in der Art, wie es erreichbar ist. Also auch nicht nur später für die Nutzung, sondern auch für den Bau. Denn wir bauen im Urwald, tatsächlich im tropischen Dschungel. Das zunächst mal logistisch zu beherrschen, war eine der Herausforderungen. Das hat schon den Entwurf mit beeinflusst. Dann natürlich das besondere Klima. Das Klima ist besonders geprägt durch Wärme, hohe Temperaturen und Feuchtigkeit. Also die Feuchtigkeit und vor allen Dingen diese starken Regenfälle beeinflussen schon auch den Entwurf, bedingen auch ein Stück weit die konstruktiven Lösungen, auch der Formgebung, um das Wasser ableiten zu können, aber dann eben auch in der Ausbildung. Das heißt Beschichtung der Materialien, die Auswahl der Materialien, all das waren besondere Herausforderungen für uns. Ihr Kollege Jochen Köhn referierte auf der Tour 2010 zum Thema Stadien. Er erzählte uns damals, er würde oft gefragt werden, ob er wegen der vielen Aufträge in diesem Bereich auch zwangsläufig Fußballfan sei. Er antwortete, er ist Fan der Stadien. Gilt diese Einstellung auch für Sie? Ja, den einen Teil der Antwort ja. Also ich bin auch Fan der Stadien. Ich mag Stadien sowohl als Raum gefüllt mit Menschen, als auch den Raum für sich genommen, auch mit dem Einzelnen, dieser Szenerie eines einzelnen Menschen im Stadion kann ich viel anfangen. Das löst bei mir auch eine Emotion aus. Das kann der Mensch sein, der einsame Mensch, der besinnliche Mensch. Und ich kenne da
nehme gern das Bild von Franz Beckenbauer, als er als Trainer der deutschen Nationalmannschaft in Italien 1990 allein über den Platz gegangen ist. Diese Einsamkeit eines Menschen, diese in sich für sich Bezogenheit, die mag ich auch. Aber ich mag auch den Fußball. Ich bin selbst Fußballer und kicke auch gerne am Wochenende. Vielen Dank.